Ja. Giga Talk. Konnichiwa, Leute, hier ist wieder euer Gigatobi und herzlich willkommen nun zur Anime-Empfehlung Nr. 3. Ja, ich hoffe, es hat euch 1 und 2 gefallen, keine Ahnung, schaut uns gerne mal rein. Da habe ich eben halt Code Geass Staffel 1 und Code Geass Staffel 2 mal so gesehen als Empfehlung rausgehauen, weil ich denke mal, ich weiß ja nicht, ob der ein oder andere das schon angeschaut hat oder nicht. Ich bin ja Gamer, aber teile auch noch die Leidenschaft als Anime-Fan, kann man so sagen. Nicht Manga, nicht so wirklich so, aber eher so Anime. Ich bin sowieso so ein Animation-Fetischist, also genauso wie Gaming, Animes, irgendwie alles, was damit zu tun hat. Ich bin auch damit aufgewachsen, genauso wie auch mit Gaming. Also das hat sich alles zusammengeworfen. Und ja, das soll eben halt jetzt auch nur einfach frei nach Schnauze eine Anime-Empfehlung sein, einfach von meiner Seite aus, von meiner Art. Ich will mich jetzt auch nicht mit anderen vergleichen wollen oder den Niveau haben und sonst was. Also sprich jetzt irgendwelche Preview oder sonst irgendwelche anderen Leute, die das machen. Es geht einfach nur darum, dass ich einfach nur hier euch ein bisschen was davon erzählen möchte und vorstellen möchte hier zu den Anime, weil ich habe jetzt schon Folge 1 angeschaut hier, zu den UVA, es ist ein UVA, also nicht jetzt wie die Staffel 1 und 2 bei den vorigen Parts, da handelt es sich um eine komplette zwei Staffeln, die eben halt 25 Folgen hat. Und der hier soll irgendwie ein UVA, also so ein Movie-Code Geass sein. Der soll sich nach ein paar Jahren von den Ereignissen von Code Geass handeln. Also um die Serie, um die beiden Staffeln. Und ja, es heißt Code Geass Bokuku no Akito. Ich weiß nicht, ob ich 100% ausgesprochen habe, aber ich habe das so jetzt, ne? So ungefähr. Auf jeden Fall, ja, es ist, ich freue mich da drauf, weil von Code Geass hat man erst längere Zeit nichts mehr gehört nach den zwei Staffeln. Sunrise hat dann hinterher irgendwann wieder was Neues rausgehauen und ich finde, das sieht richtig geil aus, wie das jetzt animiert worden ist, also nicht jetzt ständig, aber einige so Kampfsituationen und so, also mit den Nightmare Frames und so, das sieht richtig nice aus, wie sie sich so rumbewegen und so, also wow, schaut euch das einfach an, es ist auch schon JR Sub, also schon mit deutschen Untertiteln gesubbt und ja, natürlich mit Original Japano, wie man das halt kennt, also die Originalvertonung finde ich eigentlich richtig cool. Also ich würde es auf jeden Fall auch holen, wenn das dann irgendwann von Case lizenziert wird, würde ich das dann auf jeden Fall holen, genauso wie Staffel 1 und 2. Also das muss man sich einfach antun, weil es ist einfach geil. Wenn man da drauf steht, dann, oh, weil es ist einfach richtig gut. Ja, auf jeden Fall wird, glaube ich, dieser UVA nicht wirklich zu den Staffeln ankommen, aber hey, man kann auf jeden Fall, wenn man es einen interessiert und weiter verfolgen möchte, ist das auf jeden Fall, ja, nichts Schlechtes. Nun kommen wir zu der Beschreibung. Code Geass Gaiden Bokuku no Akito handelt von einer Einheit von Night Frames, die 2017 eine Operation zur Rettung von in Europa festsitzenden verbündeten Staaten. Sie besteht aus einer Gruppe von Jungen und Mädchen aus Area 11, die dorthin entsendet werden. Dabei liegen die Erfolgschancen dieser Unternehmung bei nur 5% und die Mission gleicht einem Selbstmordkommando. Oh mein Gott. Ja, das geht auf jeden Fall richtig ab und die Ereignisse sind richtig schon krass, wie die da ja abgehen auf jeden Fall. Ich will ja jetzt noch nicht so wirklich großartig spoilern, aber ja, auf jeden Fall wieder richtig schön gezeichnet, animiert. Wie ich das schon gesagt habe, auch hier die Handlung auch sehr, sehr nice gemacht. Man versteht am Anfang erst ein bisschen so wenig von den Charakteren, aber allmählich kommt da auch schon so ein bisschen so die Eigenschaften selber auf von den Charakteren. Die finde ich auch ziemlich sehr, sehr niedlich. Also ich finde, die hat so ein bisschen so wieder was von CC, nur wieder von so ein bisschen von einer anderen Art. Ja, und dann handelt es eben halt auch wieder um Britannia und um die Europäer. Ja, und selber auch um die Area 11, also sprich die Japaner. Den hier kommt bestimmt auch den ein oder anderen bekannt vor. Naja. Dann hat sie dann hier die ganzen Verstorbenen. Dann hier diese Rebellen, diese Abtrünnigen.
Ja. Die haben auch wieder alle ihre Kampfanzüge und überall ist wieder Chaos. Und sie hat auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe. Sie ist eben halt so gesehen die Einsatzleiterin. Sie hat also die große Führung und ja, er betreut sie. Und sie will auf jeden Fall groß raus werden bei der Armee. Ja, die Szene ist auch richtig nice. Die müsst ihr euch auf jeden Fall auch mal geben. Ja, die sehen auf jeden Fall richtig nice aus. Hier, diese Fahrzeuge kennt man ja auch von Staffel 1 und 2. Ja, das war es erstmal soweit. Ja, das sind eben mal die Charaktere Akito, Yoga, Layla, Malkal. Dann haben wir Ryo, Sayama. Ich finde, der kommt auch ein bisschen von Staffel 1 und 2. Die sind ein Typen, der ja auch bei der von Zero seiner Armee beitritt. Ähnlichkeit finde ich, auch von der Frisur her. Dann haben wir hier noch Ayano Kosaka. Die ist auf jeden Fall auch richtig cool drauf. Ja, die spielen alle hinterher dann noch irgendwann eine Rolle. Ne? Auf jeden Fall sind das die beiden Hauptcharaktere, Layla Makal und Akito Yuga. Und dann kommen die anderen eben halt auch noch dazu. Ja, es sind noch nicht so viele jetzt Charaktere. Jetzt auch, es sind auf jeden Fall mehr Nebencharaktere als ja, die Hauptcharaktere sind auf jeden Fall weniger geworden als wie bei der letzten, also von den beiden Staffeln da. Aber es ist einfach nur ein OVA-Movie und ja. Also hier sieht man auf jeden Fall hier noch wieder einige weitere neue Charaktere und einige auch bestimmt bekannte Charaktere, die noch ein bisschen so vorkommen. Aber das wird bestimmt bei den weiteren wird das bestimmt noch vorkommen, weil es wird sich bestimmt hier noch auf jeden Fall ausbauen und so. Auch hier die Englischen sind noch nicht bekannt. Die Deutschen stellt sich auch noch eine Frage, auf jeden Fall hier auch noch so ein dickes Fragezeichen, kann man sagen. Kommen wir nun zu den Episoden. Wir haben hier noch 1, 2 und 3. Der Wyvern tritt auf. Es ist 1. Läuft 50 Minuten. Auf jeden Fall länger, weil es eben ein Movie ist. Und dann hier nochmal 50 Minuten der zerrissene Wyvern. Ich muss mich noch erforschen, ob schon Folge 2 schon gesubbt ist oder nicht. Aber Anime Lotz hat es auch noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wer jetzt das auch schon Folge 2 hat. Ja, mal gucken. Mal abwarten. Aber ich halte euch am Laufenden. Ja. Isolation, ja, eben halt zu den Code Geass hier. Seht ihr dann nochmal hier alles? Die ganzen Verbindungen. Hier Staffel 2. Oh, warte. Hä? Scheiße. Staffel 2. Okay, dann geht hier Staffel 2 dahin. Ach so, das ist von. Aha, das spielt also hier noch von der ersten da mit. Die zweite selber noch nicht so wirklich. Also, es geht von 1 auf diesem Movie hier. Also ich weiß nicht, ob das jetzt zwischen Staffel 1 und 1 und 2 ist oder ob das nach 2 ist. Das stellt sich auch noch so die Frage. Könnt ihr auf jeden Fall auch noch unten in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, wie jetzt die Zusammenhänge zu denen ist. Ja, ich habe also, klar, jetzt muss ich mal 1 hier eintragen. Das habe ich auch total vergessen. Dann Japanisch und Deutsch. Ja, dafür gebe ich erstmal. 4,5, also ja klar, 3,5. Mal abwarten, wie das jetzt noch wird. Auf jeden Fall kann ich da dazu sagen, da gebe ich auch nochmal 8. Und mal gucken, wie sich das noch weiter ausbaut mit den neuen Code Geass. Hä? Nee, das ist ein ganz anderer hier. Hallo? Nein. Sorry. Das ist ja wirklich komisch gerade hier. So, jetzt bin ich auf den richtigen. Angefangen. Nee. Ah, ja. Da, 8. Da. So. Dann passt das auch. Oh mein Gott. Sprache Japanisch und Deutsch. So. Ja, und so, eintragen. Ja. Schreibt sonst euer Feedback zu den Anime, keine Ahnung, und auch jetzt zu diesem Video, keine Ahnung, aber ich bin nicht hundertprozentig hier irgendwie so, aber ihr wisst ja auf jeden Fall, ich bin so wie ich bin und bleib auch so. Auf jeden Fall, ja, würde mich mal interessieren, wie euch so die erste Erfolge von der UVA euch gefallen hat. Informiert mal sonst, wann das soweit wäre mit der zweiten. Ich weiß es jetzt auch noch nicht, weil ich habe dann also noch keine. Ja, Seite entdeckt, wo die jetzt auch schon jetzt da bei 2 gesappt haben. Auf jeden Fall kann man da die 2 auf jeden Fall auf Englisch anschauen. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ja, das wäre es erstmal soweit.
Das wäre es erstmal soweit von den Code Geass UVA. Schaut sonst gerne mal rein. Ihr könnt auf jeden Fall auch noch bei Anime Lords gucken. Das mache ich auch nochmal für euch. Oh mein Gott. Anime Lords. Ja, falls ihr es gerne angucken wollt, könnt ihr gerne hier machen. Ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Ne? Hier könnt ihr es eben halt nochmal als Download-Dings da holen und nochmal einen Stream gucken. Sogar dieser Stream, der, wie schon gesagt, finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, zieht es euch sonst rein. Alles weitere in den Kommentaren und wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Empfehlungen. Euer Gigatobi und haut rein. Yay! Yeah.